Ja, meine Hauptaufgabe bei, hier bei uns in der DLRG ist halt der erste Vorsitzende zu sein. Ja, meine Haupttätigkeit ist seit vielen, vielen Jahren Referent für Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, ich versuche unsere Aufgaben ein bisschen darzustellen und natürlich auch dafür zu werben, dass wir immer wieder neue Mitglieder bekommen. Ich bin Barbara, ich bin seit ungefähr 25 Jahren in der DLRG und habe quasi alles durchlaufen. Kinderschwimmen, habe selber mit 12 eine Mannschaft, eine Gruppe geleitet und bin dann irgendwann in die Jugendvorstandsschiene gelaufen, habe den Erwachsenenvorstand bei vielen Veranstaltungen unterstützt und dadurch sind wir dann irgendwann auf den Lehrschein gekommen. Das heißt, ich habe meinen Lehrschein für Schwimmen und Rettungsschwimmen gemacht. Also ich bin Mitglied geworden, weil meine Eltern mich damals zum Schwimmunterricht angemeldet hatten. Ich sollte das Seepferdchen-Abzeichen machen und das war mit 5 Jahren, mittlerweile bin ich 27 und die ganze Zeit bin ich jetzt halt hier in der Ortsgruppe, dann irgendwann mit 12 Jahren angefangen Rettungsschwimmer zu werden, danach halt über den KS dann halt weitergebildet zum Bootsführer, Sanitäter, Strömungsretter und jetzt halt auch im Vorstand aktiv. Also ich bin in ganz verschiedenen Bereichen zuständig. Ich bin unter anderem hier, wie gesagt, jetzt als Trainer zuständig. Ich mache natürlich auch mein eigenes Schwimmtraining. Ich bin im JET vertreten, also JET ist Jugendeinsatzteam, die Vorbereitung auf den Katastrophenschutz. Wir haben halt von der DLRG aus ganz verschiedene Bereiche, wo jeder aktiv mitmachen kann. Hier ist beim Schwimmtraining gerade, bilden wir die kleineren aus, die dann irgendwann auf den Rettungsschwimmschein aufgebaut werden. Das bedeutet, wir fangen hier an mit Ausbildung von Kindern, die überhaupt nicht schwimmen können, bis hin zu Kindern, die jetzt auf den Juniorretter aufbauen. Natürlich auch auf den Rettungsschwimmschein ausbauen, dass wir dann unsere eigene Mitgliederzahl, unsere aktiven Mitglieder vergrößern können. Ja, grundsätzlich ist die Zielgruppe natürlich erstmal junge Leute. Wir fangen ja schon mit einem kleinen Kinderschwimmen an. Das heißt, wir versuchen schon bei den 4-Jährigen halt eben das Schwimmen zu vermitteln, um da die Basis zu schaffen, nachher in der Altersstruktur halt eben weiter voranzukommen, dann übers Rettungsschwimmen nachher dann schlussendlich die Leute für uns zu gewinnen, dass sie im Verein aktiv selber auch werden, uns unterstützen. Also im Endeffekt geht es bei der Jugend los oder bei den Kindern schon los. Und die Struktur ist aber bei uns so, dass wir eine sehr gute Mischung haben. Sehr viele Jugendliche, 60%, haben nicht viele Vereine mehr. Und eine sehr tolle Basis auch von 40% Älteren, die halt auch viele Jahrzehnte teilweise schon im Verein tätig sind. Was können wir voneinander lernen? Was können die Jugend von uns lernen? Einfach in der Gemeinschaft stärker zu sein als Einzelner. Alleine steht man immer sehr verloren im Posten. In der Gemeinschaft ist man stark und das versuchen wir natürlich auch unseren Kindern und Jugendlichen zu vermitteln, indem wir es auch vorleben. Und dann haben wir natürlich auch ein Angebot für die Älteren, wie man hier vorne dann gleich als erstes sieht. Das ist unser Aqua-Jogging, Aqua-Fitness, sodass man da auch als Älterer, der nicht unbedingt nur das Bahnenschwimmen genießen will, auch sich da körperlich fit halten kann. Dann gibt es so ein paar spezielle Lehrgänge, die wir noch machen, wie zum Beispiel, wie man jetzt hier sieht, Schwimmausbildung für Erwachsene. Das ist ein besonderes Highlight, was wir hier haben. Und wenn man gesehen hat, das ist eigentlich sogar Migrationsschwimmen, muss man ja ganz ehrlich sagen. Wir haben Asylbewerber dabei, die hier auch schwimmen lernen. Und wir haben das auch schon gehabt, dass wir hier spezielle Schwimmkurse auch für Integration haben, sodass wir auch mit Behinderten schwimmen lernen hier. Jetzt einen Arm rauslegen.
zurückkommt. Und wenn man Dorn ist, ist man sowas von kaputt, dass man nicht mit der Person zusammen wieder zurückkommt. Deswegen das kraftsparende Hinkommen zur Person und vor allem schnelle Hinkommen, wo er vielleicht mit dem Rettungsboot nicht ankommt. Was hat das hier noch anders wie als beim Surfbrett? Außer, dass da DLG draufsteht und es gelb ist. Genau, das hat Griffe. Wenn wir das Rettungsbrett nachher tragen, ist hier was ganz Gutes. Und zwar so eine Mulde. Das heißt, es ist genau die Mitte des Brettes. Wir können es mit einer Hand so tragen. Papierbootregatta, deswegen, wir sind mal angesprochen worden, ob wir nicht die Absicherung machen für die Papierbootregatta, weil das eventuell für das ein oder andere Boot doch mal sehr problematisch sein könnte. Das Ganze ist ja durch Halbzellstoff gekommen und als wir gefragt worden sind, klar, machen wir, kam man natürlich ganz schnell auf die Idee, warum habt ihr kein Boot dabei? Und somit hatten wir natürlich sofort dann auch das Boot dabei. Wir haben dieses Jahr sogar zwei Boote dabei. Wir sind zwar nicht die besten Bootsbauer, aber zumindest können wir alle schwimmen. Und das ist dann so das Highlight, dass wir auch sagen, wir machen die Absicherung und gleichzeitig haben wir Personen dabei, die auch das ausprobieren, wie es denn funktionieren könnte. Mit dem Bootsbau, wie gesagt, das müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Die ersten Plätze haben wir noch nie gemacht. Also wir müssen jetzt ständig trainieren. Wir sind ja im Wasserrettungszug Friesland. Wir sind eine Ortsgruppe da drin. Die Wasserrettungsgruppe hier, die speziell Strömungsrettung. Also das ist ein besonderes Highlight hier. Und diese Leute müssen natürlich auch üben. Und am besten ist so ein Szenar, wenn die Betroffenen nicht wissen, worum es geht. Und deswegen, wir werden alarmiert, ganz normal über den Pieper. Und kein Mensch weiß eigentlich, was auf ihn wartet. Also die trainieren für den Ernstfall und wie wichtig das ist, hat man in den Einsätzen gesehen, die wir in der letzten Zeit hatten, wo wir mit einem Boot vorwegfahren, so ein Nahboot zum Beispiel, um dann die Taucher einzusetzen, um dann eventuell verunfallte Personen zu finden. Leidlich in dem letzten Jahr zweimal zum Einsatz gekommen, spart allerdings unser Boot auch Tauchzeit für die Taucher. Weil wir lokalisieren, wo er liegt oder wo diese Person unter Wasser zu finden ist. Und somit geht der Taucher runter und braucht nicht den ganzen See abtauchen. Also einmal im Jahr findet in Zusammenarbeit mit dem ADAC, Feuerwehr, THW und der DLRG ein sogenanntes Windentraining statt. Dort wird der ADAC-Helikopter Christoph 26, der in seiner Busch stationiert ist, dazu verwendet, Wasserrettungsübungen zu machen. Das heißt, die Zusammenarbeit zwischen den Organisationen, falls mal eine Wasserrettung auf der See stattfindet. Wie müssen die Boote reagieren, wenn ein Helikopter drüber fliegt? Wie nimmt man eine Person auf? Auch die Zusammenarbeit mit der DGZRS wird dort geübt. Und das findet halt einmal im Jahr statt, 3 Tage lang, um halt das ganze Prozedere mit dem Helikopterarbeiten zu üben. Natürlich ist es sehr aufwendig, dort auch gerade die Sicherheitseinweisung, weil mit einem Helikopter ist es was anderes als mit einem Boot zu arbeiten. Mit einem Helikopter hat man halt eine viel höhere Gefahrenquelle. Entsprechend müssen dann auch unsere Rettungsschwimmer vorher eingewiesen werden, ebenso wie die Bootsführer, die dort auf den Booten eingesetzt werden. Und natürlich dann auch die Opferdarsteller, die halt dort auch mit fungieren. Also die Strömungsretter demonstriert die eine Möglichkeit einer Bergung. Es gibt mehrere Arten der Bergung. Wir haben also eine Hochbergung, wir haben eine Tiefbergung,
Also die Strömungsretter ist ja speziell ausgebildetes Personal mittlerweile bei uns in der DLRG. Schon gemacht mit Eisrettungsschlitten. Heute wollen wir euch mal zeigen, wie man eine Person über unwegsames Gelände mit Hilfe einer Schleifkorbtrage bergen kann. Dazu haben wir hier was aufgebaut. Die haben Helme auf, die können sich freischneiden. Also es sind eine ganze Menge an Materialien, die Strömungsretter haben, was der normale Rettungsschwimmer mit Badehose nicht hat. Was machen wir, um die Gemeinschaft zu stärken? Wir machen sehr viele Veranstaltungen. Wir versuchen immer, miteinander etwas zu gestalten. Also nicht nur die Jugend für sich und die Erwachsenen für sich, natürlich ab und zu auch schon mal, aber sehr häufig halt eben, dass wir miteinander etwas gestalten. Wir machen nicht nur den Rettungsdienst gemeinsam, Jugend und Erwachsene, sondern natürlich auch im Freizeitbereich. Wir machen solche Veranstaltungen, wo Jung und Alt gemeinsam feiern, gemeinsam etwas zusammen machen. Im Hintergrund auch das Volleyballturnier gerade zu sehen, eine Veranstaltung, die jetzt mittlerweile seit auch 16, 17 Jahren schon ihren Platz gefunden hat. Und das ist das, was wir einfach vermitteln wollen. Immer Spaß haben, bei vieler Arbeit, die wir auch haben im Rettungsdienst, auch die Freizeit nicht zu kurz kommen zu lassen. Beim Generationstreffen, das ist einfach daran, dass wir gesagt haben, es gehören alle Bereiche in der DLRG zusammen, das heißt jung und alt. Und viele machen ehemaligen Treffen, das mag vielleicht alles gut sein, dass wir die ehemaligen Ehrenamtlichen auch wieder gewinnen. Nur wir sagen, es gehört generationsübergreifend dazu, so können auch die Leute davon leben, die jetzt jung dabei sind, von den Älteren auch was lernen. Und deswegen ist das für uns ganz wichtig, dass wir ein Generationstreffen machen und kein ehemaligen Treffen. Ja gut, das Nachtschwimmen ist einfach ein Angebot gewesen an die Fareler Bürger, dass man nachts im Freibad auch mal schwimmen gehen kann. Es war nicht so einfach, wir haben einen Unterwasserscheinwerfer dort, weil das Bad ja nicht beleuchtet ist. Und wir wollten eigentlich ein besonderes Highlight herausheben, damit alle Bürger dann im Fareld dort auch mal schwimmen gehen können. Auch mal nachts ist ja was Besonderes im Freibad, ein unbeleuchtetes Bad, was eigentlich auch keine große Technik hat und trotzdem kann nachts auch schwimmen gehen. Da braucht man nicht extra über den Zaun klettern, sondern wir bieten das auch mal so an.